Ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4 und manchmal brennt einen der und es geht einfach nichts und es beißt einfach nichts und was soll man machen und wo soll man hingehen und dann sollte man sich doch einfach auf die guten alten Basics zurück besinnen und einfach mal ein bisschen entspanntes Angeln betreiben. Also, legen wir los. Gehen wir doch mal hier von der guten alten Festung zum Beispiel aus zu einem der entspannteren Spots. Und das wäre zum Beispiel hier diese Stelle. Also, direkt hier hinter der alten Festung an der neuen Brücke. Und dann kann man hier vorne schön in das Geschlonze einfach mal reinhalten. Ich gehe mal auf ein etwas schwereres Setup. Allerdings kann man hier natürlich auch mit einem nicht ganz so schweren Setup rumhantieren. Auch das wird funktionieren. Man drillt halt bloß entsprechend länger, wenn man hier an der Stelle auf Amure zum Beispiel geht. Wir haben hier einmal das Setup, klassische Futtermische, haben wir hier vielleicht noch die Graskarpfenmische, haben wir sogar noch Graskarpfenmische, Einser Haken. Ich habe hier einfach nur die Inline-Montage, man kann auch einfach die Schlaufenmontage nehmen, Kohlblatt dran oder eine Kartoffel. Das sind jetzt so die beiden Köder der Wahl. Und dann werfen wir hier gleich einfach mal raus. Hier habe ich auch einfach mal einen Fluro komplett genommen. Man kann aber auch hier, wie gesagt, sagen wir mal mit einem... Machen wir hier einfach mal so eine 19 Kilo Schnur drauf. Nicht ganz so massiv. 19 Kilo Mono. Zack, Kartoffel dran. Und raus damit. Einser Haken. Und dann baue ich jetzt noch die dritte Route zusammen. Dann machen wir die mal hier auf die 1. 1,20 Meter Tiefe habe ich hier eingestellt. Auch hier die beiden gerade noch besagten Köder. Kartoffelwürfel und Kohlblatt. Und die werfen wir mal hier ganz nah raus. So, Einholgeschwindigkeit hier schon mal ganz weit hochdrehen. Damit wir dann gleich schnell den Anschlag auch gut setzen können. Bei der Match. Ja, solche Momente gibt es halt immer wieder. Du kommst online, du gehst ins Game, du gehst an die besagten Spots, die du gestern vielleicht noch erfolgreich befischt hast und auf einmal geht nichts. Du gehst an den nächsten Spot, wo du letzte Woche erfolgreich geangelt hast, geht nichts. Das passiert immer wieder, dass halt irgendwie diese alten, bekannten Spots nicht funktionieren. Und es gibt auch viele Leute in der Community, die immer wieder neue Spots suchen und die diese neuen Spots eben auch bekannt geben. Auch hier im In-Game-Chat, im Feierabend-Chat, auch da gibt es immer wieder Infos oder ein paar Verrückte, die viele Sachen ausprobieren. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen zum Beispiel den Ludoga-Saibling mal wieder befischt. Auch das funktioniert zurzeit. Das geht gerade ganz gut. Dann hatten wir jetzt die Tage hier an der Festung wieder ein bisschen rumprobiert. Wenn man jetzt hier auf ganz simpel auf Amur zum Beispiel geht, einen 10, 12 Kilo Amur, da hat man schon knapp 20 Silber mit im Sack. Und wenn man die so ein bisschen erfolgreich oder in Menge auch ziehen kann, mal gucken, ob der schon hakt. Ne, war zu früh. Dann kann man damit eben auch ganz gut Kohle machen. Also auch das ist da nicht verkehrt. XP sind auch ganz gut. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja, Amur, aber der rasselt hier so hart rein und wie soll ich den bremsen? Dann stellt euch am besten hier unten hin, in den Fuß, hatte ich ja auch schon mehrfach gesagt, einfach von hier aus in diese Richtung. Wenn die flüchten, dann flüchten die nach da. Dann seid ihr da relativ sicher mit. Oder wie gesagt, jetzt hier in dieser Situation einfach in Richtung der Brücke werfen. Wenn der Fisch abhaut, geht er quasi in Richtung der Brücke, geht er nach oben hinweg. Und
oder halt oben hinten in diese Schilfecke hinweg und ihr könnt ihn quasi nach da hinweg drillen. Also das ist dann eine deutlich leichtere Methode. Was natürlich auch immer wieder geht, was aber vielleicht auch nicht jedermanns Sache ist, ist in solchen Situationen einfach mal zurück aufs Spinning gehen, einfach mal wieder zurück zu den Basics an Belaya oder nochmal weiter zurück an den zu den Basics, einfach mal wieder zu einem der Hotspots fürs Low-Level-Angeln am Windenbach, da wo die Birken sind, die beiden abgebrochenen bzw. die abgesägte Birke und gegenüber dieser Birkenzweig, wo diese Steilküste dann schon losgeht. Also da die Stelle ist immer wieder sensationell. Das lohnt sich richtig. Einfach da einen Mistwurm reinhalten. Ich hatte es jetzt auch nochmal probiert mit Erbsenteig an der Stelle. Selbst Zobel beißen da dran. Ich hatte jetzt einen 500 noch was Gramm Zobel. Also da geht richtig was. Und Krebse nicht vergessen. Flusskrebse nicht vergessen. Ich hatte tatsächlich auch einen Viererhaken mal verwendet. Auch was Großes. Großer Haken, auch mit Teig. Auch das geht. Und von der Frequenz her oder von der Kohle her, man hat auch da über 100 Silber in der Stunde hingekriegt. Bevor man halt irgendwo rumrennt und sich die ganze Zeit fragt, ja, hier beißt nichts. Einfach zu diesen Safe Spots gehen, da seine paar Kröten machen, ein bisschen XP machen und vielleicht in 2-3 Tagen beißt dann wieder ein bisschen mehr, da gibt es irgendwelche Hotspots wieder oder es sind wieder irgendwelche Brassenspots bekannt oder sowas in der Art. Da ist ein bisschen was Lüttes. Aber das sind dann einfach so ein paar Basics, die man auch immer wieder einfach mal wieder abfischen kann, ein bisschen testen kann. Und wenn man auch nicht so viele Köder hat oder so viele Spinning-Köder zum Beispiel hat, um vieles auszuprobieren, dann ist man natürlich auf solche Infos angewiesen, dass man sagt, hier an der und der Stelle kannst du mit besagten Köder erfolgreich angeln. Also im Low-Level-Bereich absolut verständlich, dass man da quasi solche Tipps braucht oder für solche Tipps dankbar ist, weil man einfach... Wenn man hier jetzt guckt, man kann ja natürlich theoretisch hier überall angeln. Aber es ist halt nicht überall erfolgreich. Und das frustriert dann natürlich. Und damit es halt nicht so ganz frustrierend ist, halt wie gesagt, back to the roots, zurück zu den Basics. Es kann auch einfach mal wieder Karauschen und Giebelkloppen sein am Moskitosee. Auch das kann man machen. Wenn man da vielleicht nochmal ein paar Trophies rauszieht. Giebel und Karauschen, auch hier an dem Gewässer, immer gerne mal den Tauwurm, einer der wichtigsten Köder auch hier für das Gewässer, den Tauwurm immer verwenden, Tauwurm, Kartoffel, Erbsenbrei und Knoblauchteig, das sind so die wichtigsten, würde ich sagen, hier für das Gewässer. Und diese Köder einfach mal an verschiedenen Stellen probieren, ob das hier oben ist, hier unten am Fuß, dann gibt es hier so kleine Ecken, hier an den Brücken, auch hier an den Brücken links, rechts. Da einfach mal immer wieder diese Köder reinwerfen und wenn da nichts geht, naja, dann geht halt nichts, dann ab zum nächsten. So, hier gucken wir jetzt einfach nochmal, ob ein bisschen was reinrasselt. Ich war gerade noch kurz am Kuori, am Kristallsee, hab da ein bisschen rumprobiert auf Hecht. Es war so okay, es waren schon mal ein paar größere dran. Aber auch Hecht eigentlich immer wieder ein recht sicherer Fisch, um damit ein bisschen Kohle zu machen. Also Koori da einfach in den Schilfkanten. Aber auch hier an der Festung, hier auf Hecht, ist immer wieder top. Ich habe hier jetzt gerade mal auf ein bisschen mehr Futtermische umgerüstet. Sehe hier gerade... Zack, da beißt schon wieder was rein. Das ist doch richtig schön. Das ist doch richtig schön. Auf der Kartoffel, auch hier jetzt wie gesagt gerade nochmal einen Futterkorb dran gemacht. Mit Graskarpfenmische. Ist auf jeden Fall förderlich, wenn man hier schon mal ein bisschen mit der Futtermische rumhantiert. Graskarpfen oder die normale Karpfenmische. Das sind so diese Basic-Dinger. Kein Must-Have, aber eben...
Komm, auch ich jetzt hier mit der 19 Kilo muss hier schon ordentlich hochdrehen. Und dann zack, bam, schönes Ding. Dicker, fetter, weißer Amur. Ja, 10,5 Kilo kann sich wirklich sehen lassen. So ist das schon ganz vernünftig. Einfach von der Gewichtsklasse. Die ersten 20 Silber sind damit quasi schon drin. Und wenn die alle so in dieser Gewichtsklasse sind und auch durchaus übrigens bei Regen probieren, gerade bei Regen, das mag der Amur, speziell auch der schwarze Amur, dann auch mit diesen grünlichen Ködern da rangehen, mit dem Kohlblatt, das ist gar nicht verkehrt. Vielleicht rüste ich jetzt hier bei Sonnenschein, maximaler Sonnenschein ist ja hier gerade, vielleicht rüste ich hier das Kohlblatt mal eben um und gehe auch hier nochmal mit der Kartoffel dran auf der zweiten Route, auf der zweiten Grundroute. Und bei der Pose mache ich vielleicht noch Honigteig mit dran. Ruhig mal ein bisschen was Süßliches für einen Amur. Und wenn es kein Amur ist, geht durch den Honigteig vielleicht auch die Schleie mit rein. Das wäre ja auch nicht verkehrt. So, der ist mal ein bisschen weiter hinten hier. Das heißt, ich habe jetzt hier auch die Area so ein bisschen weiter abgedeckt von den Köderpositionen. Ein bisschen weiter hinten ist jetzt hier einmal die Route 3. Dann auf halber Strecke, wo jetzt hier so die Birken im Wasser sind, da ist die zweite Route und die Pose hier ziemlich weit vorne. Wobei, die wechseln wir jetzt hier gerade nochmal eben. Und da mache ich tatsächlich nochmal Honigteig drauf. Honigteig hat auch die letzten Tage ganz gut funktioniert für Schleien. Allerdings auch da eher hier unten in dem Bereich. Hier oben habe ich es jetzt noch nicht probiert. Wäre ja nicht so schlecht, wenn jetzt hier auch noch eine Schleie mit reingeht. Und da zuppelt es auch schon direkt. Na, guck mal da. Das ist doch was. Das wäre doch was jetzt. Gerade erst reingeworfen. Der Bügel ist noch offen. Jawohl, irgendwas Kleines aber. Das kann natürlich bei den Teigen auch passieren. Trotz großer Haken, dass da dann ganz kleine mit reingehen. Jetzt ziehen wir nochmal ein bisschen näher. Bügel wieder auf und abstellen. Ja, und hier bimmelt es schon wieder los. Genau in der Mitte. Gerne die nächsten Amure. So kann das laufen. So darf das. Und da ist er dran. Zack, den Anschlag noch setzen. Ah, der will noch gar nicht richtig. Doch, jetzt kommt er. In Schwimmrichtung ziehen. Jawohl. Und drauflaufen. 7,7. Schön. Ha. Sehr schön. Ja, das Gewicht ist genau richtig, ey. Das mag ich. Zack. So. Bisschen stramm ziehen. Ja, und das ist halt jetzt nicht super populär. Es ist jetzt auch nicht der ultimative Hotspot oder sowas. Aber es ist ein Standardfisch. Oder ich sag mal schon ein gehobener Standardfisch hier an der Festung. Es ist auch nicht super leicht, gerade wenn du jetzt hier Level 12 bist, ist das schon eher ein bisschen tricky. Da würde ich dann doch eher den Windenbach wieder bevorzugen. Aber wenn man schon ein einigermaßen vernünftiges Setup hat, so in dem 15 Kilo Bereich und vielleicht am Bärensee, an dem Karpfensee da irgendwie nicht so viel funktioniert, dann einfach hier zurück zur Festung und dann hier auf Amur gehen und ein paar dicke Brocken hier rausziehen. Also, ich angel jetzt hier noch ein bisschen weiter. Das sieht ja gerade ganz gut aus. Und dann gucken wir gleich nochmal in den Kescher rein. Vielleicht geht da ja noch was Dickes drauf. Und übrigens,
Trophäen, also fürs Trophäenbuch, da ist auch hier weißer Amur und schwarzer Amur wird hier verlangt fürs Trophäenbuch. Habe ich auch noch nicht. Das ist noch, das wird noch hart, ey. Vielleicht sollte ich mal eine ganze Weile hier angeln. Immer mal nur auf die Amure, auf die Graskarpfen. Na komm hier, den nehmen wir noch eben mit. Und es zuppelt und es zuppelt. Und da geht er runter und da wieder gehakt. Auch da jetzt der dritte kleine, der dritte untermaßige Amur jetzt hier auf der Pose. Das schreit doch schon danach, dass ich gleich umbaue. Und vielleicht tatsächlich, und das ist jetzt gerade für mich auch fast erstaunlich, alle schönen Brocken waren jetzt hier auf, gut, der war jetzt nur drei, waren jetzt hier auf Kartoffel und einfach nur auf Hamono. Ah, da meldet sich jetzt doch nochmal die dritte. Das ist richtig dickes Setup. Dicke, fette Fluorocarbon. Ja gut, 27 Kilo Setup. Vielleicht ist das auch einfach schon zu dick. Wobei man ja auch mit Boilies hier rangehen kann. Also auch Boilies funktionieren hier. Aber vom Gefühl her bin ich auch hier an dem Gewässer echt ein größerer Fan von den Naturködern. Irgendwas Kleines noch. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich und dann gucken wir nochmal in den Kescher rein. So, und es ist mittlerweile Nacht geworden. Ich habe den Abend dann doch noch mitgenommen und muss sagen, die Posenroute, ich glaube, auf die verzichte ich das nächste Mal. Das war doch ein wenig anstrengend auch. Aber was haben wir denn hier drin? Schauen wir mal eben hier rein. Giebel und Karauschen waren gerade hier drin. Dafür hatte ich jetzt aber nicht genug dabei. Hier werden jetzt einmal 7 Stück abgefragt und einmal 4 Stück für ganz ordentliche Summen. 31 und fast 14 Silber. Das ist doch schon ganz gut. Amur ist hier tatsächlich auch drin, weißer Amur Trophy mit 28 Kilo, Hecht Trophy ist hier drin mit 12 Kilo, sehr schön gerade, aber die hatten wir alle nicht. Also gehen wir mal eben kurz hier in den Fischmarkt und dann verkaufe ich mal zunächst das, was ich vom letzten Gewässer noch hatte. So, nein, so. Verkaufen. Und dann haben wir jetzt hier nach Preis sortiert und da haben wir es auch schon schön, gerade hier die untere Reihe. 5 Kilo Amur, knapp 10 Silber. Und dann geht es halt weiter mit 14 Silber, 15, 18 Silber. Also man ist ratzfatz eben auch bei ganz guten Werten. Insgesamt jetzt hier für gut eine halbe Stunde angeln sind wir jetzt bei knapp unter 100 Silber. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Aber das ist zumindest eine Möglichkeit, auf entspannt einfach mal ein paar Brocken rauszuziehen. Zack, das verkaufe ich jetzt. Ja, und jetzt in der Nacht heißt es entweder ganz normal weitermachen oder vielleicht doch nochmal an den Windenbach, da auf Krebs gehen oder sowas. Weil auf Aalangeln ist auch wieder sowas. Da angelt man eine halbe Stunde lang und im schlimmsten Fall beißt einfach nichts. Wenn ihr das Ganze geholfen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns das nächste Mal beim nächsten Video oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags auf Twitch. Bis dann. Tschüss.